Und raus mit der Route. 1, 2, 3. Und dann hoffen wir hier natürlich auf die nächste Trophy. An der alten Festung fehlen mir nicht mehr viele Trophys. Und zwar der schwarze Amur fehlt mir. Und der Frosch. Also raus mit den Ruten. Schön Froschangeln an der alten Festung. Zuletzt ja wieder eine Frosch-Trophy gefangen im Wettangeln am Freitag mit über 200 Gramm am Moskitosee. Den Spot könnte ich auch gleich eigentlich nochmal zeigen. Den machen wir im Anschluss. Da zeige ich einfach nochmal kurz wohin. Aber jetzt hier teste ich natürlich nochmal ausgiebig, wie und wo. Und ich hoffe, ihr ballert was rein. Und ich sehe gerade schon, die erste Rute ist mir direkt ein bisschen zu weit. Ja, da könnte wahrscheinlich auch noch was reingehen. Aber ich ziehe mal lieber so hier vorne hin in den Bereich. So, und da geht auch schon was rein. Jawohl, ich habe noch nichts probiert hier. Einfach mal blind hin. Aber es fängt auch schon gut an. So, direkt wieder raus. Ja, so, da wollen wir hin. Und die dritte, die ziehen wir hier auch noch mal ein bisschen näher ran. Machen wir mal da vorne hin. Ganz klar natürlich Bügel auflassen. Bügel offen lassen. Eine relativ dünne Schnur. Nicht ganz so kleine Haken. Es kann auch sein, dass jetzt gleich hier der ein oder andere Fehlbiss noch passiert. Denn ich übertreibe es komplett. Denn, ja, wie schon gerade gesagt, die Trophy ging auch zuletzt wieder mal auf den komplett übertriebenen Haken. Auf einen 16er Haken. Also richtig dick und fett rein. Wenn man Frosch auf Frequenz haben will, wenn man ein bisschen Köder farmen will, also den Froschköder farmen will, dann kann man natürlich auch mit kleinen Haken reingehen. 20er Haken oder sowas. Oder vielleicht ein 18er Haken ist immer ganz gut. Da hat man ein schönes Mittelding. Aber wenn man die dicken Dingers haben will, dann muss man da auch mal mit den großen Haken rein. Im Idealfall hat man natürlich auch schon Doppelköder. Wir schauen uns gleich natürlich das Setup schön im Detail noch weiter an. Und dann lüppt das doch. Und wieder falsche Taste. So, aber nun klappt es. Jawohl. Und da kommt schon der erste Brocken. Und da ist direkt der nächste. 115 Gramm und schnell. Den haben wir auch noch. 115 Gramm, das ist doch schon richtig gut. 97 Gramm, das ist auch schon mal nicht schlecht. So, und direkt wieder raus hier. Immer schön Auge machen. Denn die sind schnell. Und die gefährlichsten Frösche, und da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, die gefährlichsten Frösche sind die um die 37 Gramm oder so 35 Gramm auch mal. Das sind die gefährlichsten, auch gerne mal bezeichnet als Raketenfrosch. Weil die schießen so übertrieben durch das Wasser, das ist nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Irgendwie haben die eine Macke, ich weiß nicht, diesen Bug, den gibt es schon seit Jahren. Frösche in der Gewichtsklasse sind Raketenfrösche. Und deswegen muss man aufpassen, dass man sein Setup mit der Bremse auch nicht zu hoch einstellt. Denn wenn so ein Teil reinschießt, zerfetzt es dir tatsächlich dein Setup. Es ist schon mehrfach passiert, Routenbruch durch Raketenfrosch. Dann ist natürlich das Setup auch falsch zusammengebaut. Passiert halt im Anfängerbereich. Zack, und direkt der nächste. Aber da muss man eben gucken, dass man im Idealfall halt die Bremse nicht zu weit geschlossen hat. So, direkt wieder raus. Und dementsprechend dann, dass der Frosch halt abhauen kann. Im Idealfall hat man vielleicht auch noch ein bisschen Schnur drauf. Wenn man da nicht die ganze Zeit Auge macht, nicht die ganze Zeit guckt, dann ist so ein Raketenfrosch auch mal innerhalb von 2, 3 Sekunden, zack, da hinten am anderen Ufer sozusagen. Also, das ist ratzfatz passiert. Dementsprechend, ja, voll bei der Sache sein und gib ihm. Von den Uhrzeiten. Früh morgens immer wieder gut, spätabends immer wieder gut und dazwischen eigentlich auch. Aber halt nicht ganz so gut. Das heißt also, Morgenstunden, Abendstunden, da wollen wir am Spot sein. Ich bin jetzt seit 4 Uhr hier, also es fängt auch schon direkt an. Früh morgens da sein, mit den ersten Sonnenschein schon mal ein bisschen testen. In der Nacht ist eher Flaute, klar, kann ab und zu vielleicht mal was reingehen. Aber wichtig, wie gesagt, Morgenstunden, Abendstunden, den Tag über, ja, läuft es auch. Vielleicht ist so mittags nochmal so ein bisschen Flaute, aber ansonsten
passt das soweit schon ganz gut. Von der Tiefe, das gucken wir uns jetzt natürlich auch gleich alles an, vom Setup, ich gehe mal hier nochmal ein bisschen näher ran. Irgendwie passiert auf der Rute noch gar nichts. Aber das kann ja, wie gesagt, auch passieren, gerade bei diesen dicken, fetten Haken. Ich glaube, ich warte jetzt einfach nochmal ein bisschen ab. 115, ja, 97, das passt doch schon alles. Also so im 100-Gramm-Bereich ist das doch schon mal wieder ein ganz gutes Zeichen. Und jetzt heißt es eigentlich abwarten und gucken, dass ein großer halt getriggert wird. Und wahrscheinlich kommen da auch zwischendurch nochmal kleine an. Man sieht es vielleicht gerade gar nicht. Die sehen, alles klar, viel zu großer Haken. Dann auch noch Doppelköder, auch das zählt natürlich nochmal als großer Köder dann. Ja, und dann hauen sie wahrscheinlich wieder ab. Oder beißen vielleicht auch gar nicht erst, gucken sich das an und sind dann wieder weg. Ich glaube, ich gucke jetzt gleich nochmal eben kurz rein ins Setup. Ne? Ja, komm, auf das Risiko, dass wir was verpassen. Ich gucke mal eben rein. Also, so ist das Setup zusammengebaut. Mit Microbraid bin ich hier unterwegs. Das ist die dünnste Schnur im Game. 0,04 mm dick. Wir tragen hiermit aber trotz allem 2,8 Kilo. Das ist top, denn wir haben ja eh nur 3,8 Kilo hier auf dem billigsten Bolo-Set im Game. Was auch sensationell ist für kleine Fische. Also, mein liebstes Setup, hier steht es auch noch mal dran, die Express Fishing Sensive Bolognese 2. Und dann ist es jetzt gerade die kleinste. Man kann aber auch, die sind ja wirklich billig, die kosten, keine Ahnung, 30, 40 Silber oder irgendwie sowas oder 50. Auf jeden Fall sind die nicht so teuer, die Ruten. Super günstig. Man kann auch die längste nehmen. Auch durchaus eine Möglichkeit, habe ich zuletzt nochmal überlegt, ob ich mir die ganz billige Bolo vielleicht nochmal als längste Version hole. Zack, 51 immerhin. Aber im Moment, ja, vielleicht noch nicht. Also, die reichen ja auch vor allem. Und das meiste ist es eben, also am meisten angelt man ja auch mit diesen kleinen dann auch so im Nahbereich. Das heißt, das ist dann eh nicht so wahnsinnig wichtig, dass wir, siehst du, wieder da. Dass wir da eben so weit rauskommen oder eben so eine ganz lange Rute haben. Bam, wieder 100 Gramm, sehr schön. Auch hier vorne wieder. Na guck, vielleicht werfe ich doch eher da vorne in die Area. Sehr schön. Also, kurz reingucken wieder. Jetzt hier vom Setup. 16er Haken, Doppelfliege. Ganz normale Pose drauf. Das ist hier Pomor, ist immer vom Weihnachtsmarkt. Jetzt also vom Weihnachtsmarkt so ein Korkpömpel drauf. Richtig, richtig cool, das Ding. Der kommt ja bald wieder. Das heißt, man kann jetzt schon mal so langsam anfangen zu sparen auf den Weihnachtsmarkt. Übrigens auch für alle, die Bock haben aufs Karpfenangeln und vielleicht noch nicht so viel Cash zusammen haben, für dreimal eine dicke Wenger oder sowas. Die Overlord lohnt sich auch immer wieder. Kostet, oh, was haben wir denn da? 141. Sauber. Kostet um die 18.000 Silber. Und wenn man das Teil dreimal hat, hat man eine sagenhafte Rolle bis ins Endgame rein, die halt hervorragend auch ist fürs Karpfenangeln, die man auch am Anfang verwenden kann, noch fürs Nordmeer und so weiter und so weiter. Also jetzt anfangen zu sparen für den Weihnachtsmarkt und dann Dezember, Januar Cash ausgeben. So, jetzt gerade nochmal gucken. Vom Setup haben wir, glaube ich, alles, ne? Vom Spot her, also Setup, wie gerade schon gesagt, dünne Schnur, gar nicht so dick reingehen, ganz wichtig. Gar kein Vorfach hier drauf. Ich bin hier auf der Laufposenmontage mit dem 16er Haken. Laufposenmontage und so niedrig eingestellt, wie es geht. Ohne Vorfach kommen wir hier auf 18 cm Tiefe. Das ist die geringste Stelle oder Einstellmöglichkeit, die wir haben. Also wir sind direkt nah unter der Wasseroberfläche, aber eben auch hier ganz im flachen Bereich. Bedeutet also, man hat auch ab und zu mal auch in anderen Bereichen, auch am Moskitosee, den Spot zeige ich ja gleich nochmal, auch da hat man eben Bereiche, wo man selbst bei 18 cm Tiefe sofort schon Grundberührung hat. Und das ist auch gar nicht so schlimm. Einfach so lassen, flach eingestellt und dann gib ihm. Dann läuft das Ganze, wie gesagt, auch mit dem Frosch, zwischendurch vielleicht auch Laube oder sowas, geht natürlich auch. Ja, von der Position her sollte das doch eigentlich schon fast erkannt sein. Ich meine, an der alten Festung, da kennt man sich doch aus. Das ist doch das Gewässer, was man nahezu mit am häufigsten beangelt. Also, aus der alten Festung raus, über
die Brücke rüber und dann rechts hier rum auf, ja, die Position hier. 65, 60, 65, 59, je nachdem, wie man sich und wo man sich so hinstellt, aber so grob in die Area. Und dann, wie gesagt, auf Masse kleine Haken, auf Klasse die großen Haken. Und ich bin schon ganz zufrieden, mehrere jetzt hier über 100 Gramm, das passt. Und jetzt wird halt noch ein bisschen rumprobiert, geht es hier mehr in die Area vielleicht, also hier so, oder bleibe ich mehr hier in dem Bereich oder vielleicht tatsächlich hier so in der Kante. Also immer so die Kanten an den Seerosen einfach testen, immer nah dran, nicht genau reinwerfen, das wollen wir nicht, denn dann gibt es schnell einen Hänger, also da immer ein bisschen drauf aufpassen, nah an die Seerosen dran. Aber auch nicht direkt rein. So, jetzt werfe ich mal die größten. Wobei, nee, der größte war gerade hier links, ne? Aber ich werfe mal zwei Stück jetzt hier vorne hin. Oder vielleicht auch gleich nochmal eine andere Köderkombination. Wenn dir die Fliegen zu teuer sind, einfach auch mal mit Bremse testen. Das funktioniert auch. Es gibt häufig auch die Bremse halt im Shop und die Fliege ist ausverkauft. Und da ist wieder der nächste drauf. Jawohl. Und reingeschossen. 168. Sie werden immer dicker. Sie werden immer dicker, die Frösche. Hervorragend. Ist das der Hammer. Einfach nice, das Teil. Ja, und mit der gestern... und der nächste. Der mit 200... Okay, das war ein kleiner. Der mit 205 Gramm. Der letzte Frosch. Der war so groß, sozusagen. Der ist dann da... Hat dann da gebissen, aber der konnte fast gar nicht abhauen. Das heißt, der hat runtergezogen, so ein Stückchen. Da war aber auch schon wieder der Untergrund, der ist kaum weggekommen. Nicht so wie jetzt hier diese Raketenfrösche, die schnellen, die kleinen, bam, die auf einmal weg sind. Die großen, die kommen gar nicht aus dem Quark. Die kommen gar nicht weg. So, ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen weiter raus. Teste noch ein bisschen. Und dann geht es gleich aber auch nochmal zum nächsten Spot am Moskitosee. Da einfach nur nochmal ein ganz kurzer... Einblick, du weißt ja jetzt wie, mit welchem Setup und wo für die alte Festung. Und jetzt gleich, wie gesagt, das gleiche dann nochmal am Moskitosee. Ich ziehe mal jetzt so ein bisschen durch noch bis zur Mittagszeit und danach ganz kurz zum Moskitosee, kurz zeigen, wie es da aussieht, welche Stelle es ist, wie weit man da auswirft und so weiter. Tja, das war wahrscheinlich so ein Raketenfrosch. Abgezogen ohne Ende, zum Glück ausgeschlitzt, gar nicht schlimm. Es ist Mittagszeit, das heißt jetzt mal schnell am Moskitosee zeigen, wo es zuletzt funktioniert hat. Und zwar hier unten in der Area, bedeutet jetzt rennen wir eben hier herum zu dem Spot, wo ich zuletzt die Trophy gefangen habe. Und auch da wurden auch schon mehrere dicke, fette Brocken gefangen. Wenn du also den Frosch auch noch hier am Moskitosee brauchst, dann... Vollgas hier am Moskito. Und dann sind wir auch schon direkt da, also man muss gar nicht weit laufen. Und auch hier natürlich locker ausgeworfen. Einfach hier vorne mitten rein in das Grün. Immer mal so ein bisschen mit Versatz. 1, 2, 3. Auch hier kann man natürlich in so Kantennähe das Ganze machen. Oder dann eben einfach hier in der Area das einfach jetzt so stehen lassen. Klar, jetzt ist wie gesagt Mittagszeit, vielleicht da ein bisschen weniger los und dann wieder in den Abendstunden und in den Morgenstunden hier sein und Attacke Vollgas rausziehen. Also, das sind momentan so die beiden Hotspots für Frosch. Toi, 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 immer wieder testen, irgendwann wird er reingehen. Immer wieder testen, allein auch schon deswegen, weil es immer mal wieder unterschiedliche Temperaturen gibt, weil die Fische immer mal wieder unterschiedliche Vorlieben haben oder verschieden aktiv sind bei den unterschiedlichen Temperaturen und dementsprechend immer wieder zu verschiedenen Witterungen testen und ausprobieren. Ja, wie gesagt, das war der Trophy-Spot zuletzt und hoppala, da geht auch schon rein und ich gehe... Gleich wieder zurück auf den Frosch an der alten Festung natürlich. Also, Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs, freitags immer ab 19 Uhr. Petri.